Hallo liebe Freunde zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute, wie man mit Chiasamen einen leckeren Pudding macht. Den könnt ihr nämlich euren Kindern servieren und sagen, ihr habt einen Schokopudding gemacht, aber in Wahrheit habt ihr ganz viele gesunde Sachen reingemischt und eure Kinder werden das dann essen, die süßen Schleckermäuler. Viel Spaß mit dem Video! Wir beginnen damit, Chiasamen in Wasser einzulegen. Also wir geben Chiasamen rein und Wasser drauf. Wir benötigen 80 Gramm Chiasamen. Die kann man überall kaufen, wo es Chiasamen gibt. Das geben wir jetzt rein. Nicht wundern, das Rezept stimmt. Es ist ziemlich, ziemlich viel. Die Chiasamen sind nämlich dann die Basis von allem. Ich hasse diese Waage. Ich hasse diese Waage wirklich. Astrid würde sich jetzt wieder aufregen, weil ich nicht so böse Wörter benutzen darf, weil Wörter machen was mit Menschen, aber sie ist nicht da. Darüber gießen wir jetzt 500 Milliliter Wasser und das verrühren wir jetzt mit einem Schneebesen. Es ist einfach wichtig, dass alle Chiasamen mit Wasser bedeckt sind am Schluss und dann eben für mindestens 2 Stunden, am besten über Nacht, zur Seite stellen. Unsere Chiasamen sind jetzt 2 Stunden im Wasser gelegen. Sind sie nicht ganz, aber ich habe nicht so viel Zeit. Und diese klebrige Masse geben wir jetzt rein in einen Mixer. Ein bisschen ekelhaft sieht es so schon aus. Dazu geben wir jetzt 15 Gramm Proteinpulver. Ich habe das von Vegan Power, dieses Cookie-Protein. Das schmeckt mir ziemlich gut. Ich gebe das auch oft zum Müsli dazu. Schaut einfach, dass ihr ein gesüßtes Proteinpulver habt. Wenn ihr keines habt, gebt ihr im nächsten Schritt einfach mehr Datteln hinzu. Dann benötigen wir eben Datteln. Entweder 4 große mit Schuldatteln oder, wenn ihr die nicht habt, so wie ich leider, dann nehmt ihr 6 bis 7 bis 8 kleine Datteln. 6, 7, 8. Dazu kommt, jetzt kommt's, eine halbe Avocado. Ist das nicht genial, dass man seinem Kind eine Avocado unterjubeln kann? Eine sehr gute Avocado. Das könnte mein Glückstag werden heute. Die geben wir jetzt rein, die Avocado. Dazu kommt jetzt 10 Gramm Kakaopulver. Das ist wichtig für die Tarnung, damit Kinder es nicht merken, dass es ein selbstgemachter Pudding ist. Also es sieht am Schluss nicht ganz genauso aus wie ein Schokopudding, aber halt in etwa. Lieblingslied von unserem Sohn ist übrigens Hände waschen, Hände waschen, muss ein jedes Kind Hände waschen, bis sie sauber sind. Kennt ihr das? Dazu geben wir jetzt noch Cashewnüsse. Cashewnüsse machen einen wunderbaren, leckeren Geschmack und es ist ein sehr gesundes Fett. Die geben wir auch rein. Das alles vermixen wir auf höchster Stufe für 1 bis 2 Minuten. Ja. In der Zwischenzeit könnt ihr zusammenräumen. Wie ihr seht, die Konsistenz hat sich in eine Art Pudding-Konsistenz verwandelt. So, das geben wir rein in schöne Gläser. So. Schön schütteln. Das kommt jetzt rein in den Kühlschrank für mindestens ja, halbe Stunde, Stunde. Und dann werden wir es noch ein bisschen verzieren mit Schokosplitter oder Beeren. Habt ihr Beeren? Banane? Also ab in den Kühlschrank mit unseren leckeren Pudding. Gläsern. Unser Schokopudding ist jetzt für 3 Stunden im Kühlschrank gewesen und man könnte ihn schon jetzt seinem Kind unterjubeln und als ungesunden Schokopudding verkaufen. Wir machen ihn aber noch ein bisschen schöner, nämlich mit ein paar Heidelbeeren. Darüber raspel ich noch ein bisschen Schoko. Wenn ich ehrlich bin, mache ich das jetzt nur wegen dem Foto. Ich würde es schon direkt so essen. Lecker. Auf geht's zur Kostprobe. Ich habe leider kein Kind jetzt da, das vorkosten kann. Das ist die Konsistenz. Lecker. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich würde noch 3, 4 Datteln mehr reingeben, weil ich ein bisschen einen Nachgeschmack habe und ich glaube, der kommt von der Avocado. Und damit euer Kind diesen Betrug nicht merkt, gebt einfach ein bisschen mehr Datteln dazu, dann fällt das gar nicht auf. Das Rezept gibt's wie immer in der Infobox. Macht es nach. Habt Spaß und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt auf. Tschüss!